Pokémon Mystery Dungeon Walross Edition 6 Rise of Eternal Darkness Kapitel 1 Im Angesicht des Zweiten Selbst. Hallo, bist du wach? Ist alles in Ordnung? Dies waren die ersten Worte, die ich hörte, als ich in diese Welt kam. Und nun hörte ich sie erneut? Doch noch verwirrender wurde es, als ich die Augen öffnete und mich auf einer Kreuzung wiederfand, welche ich mehr als gut genug kannte. Es war die Kreuzung zwischen Silberdorf und dem Quellwald. Und hier, vor mir, weckte mich mein bester Freund auf. Genau wie zu Beginn des großen Abenteuers mit der dunklen Materie. Was war überhaupt geschehen? Ich erinnerte mich noch an den Turm der Götter, an den dunklen Gott, der mich innerhalb meiner Seele angriff. Ich hatte keine Chance und alles wurde schwarz um mich herum. Und nun wachte ich wieder an diesem Ort auf. Was war geschehen? Hallo, verstehst du, was ich sage? Es war alles wie ein riesiges Déjà-vu. Irgendwie war die Zeit außer Kontrolle geraten? Oder hatte ich alles geträumt? Was war passiert? Ja, ich bin gerade ziemlich durcheinander. Nicht nur du. Wer bist du und warum liegst du hier an diesem Ort herum? Was ist denn passiert? Es war offensichtlich, dass Lord Ecke mich nicht erkannte, auch wenn ich einfach nicht verstehen konnte, weshalb. Was passiert ist, wüsste ich auch gerne. Meine Erinnerungen sind sehr verschwommen. Und erkennst du mich wirklich nicht? Ich bin Günther. Das Vulpix blickte mich an, als hätte ich ihm gerade gesagt, dass ich der dunkle Gott persönlich sei. Wer bist du wirklich? Und was willst du hier? Ich bin Günther. Du musst mir glauben. Eine eigenartig bekannte Stimme ertönte am Rande der Kreuzung. Du behauptest also, Günther zu sein. Das Pokémon gesellte sich sofort zu uns. Der Anblick war eigenartig. Das Wesen vor mir, das Kanimani, sah exakt so aus wie ich. Dieses Pokémon war mein Ebenbild. Dieser Kerl behauptet tatsächlich, dass er du wäre, Günther. Was machen wir mit ihm? Ich meine, dass er lügt, ist eindeutig. Ich wusste ehrlich gesagt nicht ganz, was ich sagen sollte. Mein Ebenbild wirkte glücklicherweise allerdings weniger feindselig, als er mich betrachtete. Naja, du kannst nicht behaupten, dass wir uns nicht ähnlich sehen. Und wir kennen diese Welt. Hier passiert sehr viel extrem seltsames Zeug. Wir sollten ihn nicht vorschnell verurteilen, ohne zu wissen, was genau dahinter steckt. Überzeugt wird Telok Ecke nicht. Aber selbst wenn ihr euch gleicht, dieses Pokémon behauptet, es sei du. Wie soll man sich das denn erklären? Wie viele Dinge sind uns schon passiert, die wir uns nicht erklären können, Lord Ecke? Wer weiß, vielleicht ist dieses Pokémon ja ich aus einer anderen Dimension oder Zeitlinie oder sowas. Vielleicht ist es aber auch irgendein Dämon, der es auf die Zerstörung dieser Welt abgesehen hat. Vielleicht ja, aber wir wissen es nicht sicher. Und ich bin strikt dagegen, irgendjemanden zu verurteilen, ohne die Wahrheit zu kennen. Er wandte sich wieder an mich. Also wie wär's? Du begleitest uns und erzählst ein bisschen was über dich. Ich habe einen guten Freund, der sich gut mit Paranormalem auskennt und Zukunft und Vergangenheit sehen kann. Ich bin mir sicher, er wird dir weiterhelfen können. Bist du dabei? Es war wirklich ein Glück für mich, dass ich so umsichtig war. Manche Sachen änderten sich nie. Wieder wachte ich auf der Lichtung zwischen Silberdorf und dem Quellwald auf und erzählte dem ersten Pokémon, welches ich traf, eine unfassbar unglaubwürdige Geschichte. Doch beide Male fand ich Vertrauen. Ja, gerne. Danke, dass du mir eine Chance lässt. Gern geschehen. Ich bin Günther. Und du auch, das weiß ich ja inzwischen. Er wirkte ziemlich amüsiert von der Situation. Anders als Lord Ecke, der mich immer noch unsicher betrachtete. Zu dritt gingen wir also nach Silberdorf. Wobei ich tatsächlich als erster einige Fragen stellte. Was genau ist in dieser Welt denn geschehen? Und welche Freunde, die ich getroffen habe, habt ihr denn auch in dieser Welt? Lord Ecke schien kurz schimpfen zu wollen, jedoch stoppte der andere Günther ihn. Welche Freunde hast du denn getroffen, damit wir überhaupt wissen können, welche von ihnen wir hier auch kennen? Also im Verlauf meiner Abenteuer getroffen habe ich Bisasam, Floink, Hydropi,
Latias, Latios, Bulbi, Eevee, Shinux, Seemobs und Chillast. Zumindest, wenn wir nur diesen Weltenbaum zählen. Früher auch Nikrosma, aber der war schnell kein Freund mehr. Einige der Namen schienen in dieser Welt bekannt, andere eher weniger. Bisasam gab es hier einmal, jedoch starb er vor vielen Jahren an einer Krankheit. Floink lebt hier in Silberdorf, Hydropie ebenfalls, nur dass er ein Sumpex geworden ist. Latias und Latios sind beide ebenfalls Silberdörfler, genau wie Bulbi, Shinux und ihre Tochter Funkenherz. Von einem Nikrosma, wie du sagtest, habe ich noch nie etwas gehört. Und die Namen Eevee, Seemobs und Chillast. Irgendwann nebenbei hatte Bulbi, glaube ich, mal von ihnen erzählt, aber das war's auch. Und was geschehen ist, sagt dir der Zeitturm etwas? Erinnerungen kehrten zurück. Erinnerungen an die allererste Reise des Team Runde Ecken. Ja, zumindest von dort, wo ich herkomme, habe ich ihn einst vor dem Einsturz bewahrt, bevor ich aus der Welt verschwand. Mit dieser Aussage hatte ich zum ersten Mal auch Lord Eckes Interesse geweckt. Den Zeitturm mussten wir einst auch retten, aber danach aus der Welt verschwinden? Das wäre mir neu. Wir sind nach dem Abenteuer einfach nach Schatzstadt zurückgekehrt, wo wir später Latias und Floink auf Durchreise trafen und etwas später entschieden wir uns, nach Silberdorf zu ziehen. Ja, Lord Ecke hat schon vieles erzählt. Die Zeit geriet außer Kontrolle und wir brachten die Zahnräder zum Zeitturm, um ihn zu retten. Das war unser großes Abenteuer. Und wie war es bei dir? Ich war ziemlich überrascht, als sie dies erzählten. Die Reise zum Zeitturm war ihr einziges Abenteuer gewesen. Diese Welt, von der ich inzwischen überzeugt war, dass sie nicht meine war, war eindeutig eine deutlich friedlichere. Euer großes Abenteuer? Bei mir war die Rettung des Zeitturms erst der Anfang. Als ich Jahre später zurückkehren konnte, geschah noch so viel mehr. Na, dann erzähl uns doch davon. Ich wollte gerade ansetzen, als ein kleines Shinux vom Dorfrand auf uns zugerannt kam. Hallo Onkel Günni und Onkel Ecke und... noch ein Onkel Günni? Mir kam dieses Pokémon nicht bekannt vor. Doch der Blick in ihren Augen und ihre Art zeigten mir, vor allem nach den Ausführungen meines Ebenbildes, dass dieses kleine Pokémon wohl Shinux und Bulbis Tochter in dieser Welt war. Es bestätigte sich auch schnell, als ihre Eltern folgten. Wir haben uns schon gefragt, wo ihr so lange bleibt. Wer ist denn dieses Pokémon? Ich wusste nicht, ob ich mich selber vorstellen sollte oder ob Lord Ecke oder mein Ebenbild etwas zu mir sagen wollten. Aber die beiden blickten mich auch nur stumm an. Das ist eine komplizierte Geschichte. Ich bin Günther. Also auch. Anscheinend aus einer anderen Dimension oder so etwas. Aus einer anderen Dimension? Heißt es, passiert mal wieder was hier im Ort? Offenbar. Hoffen wir, dass es etwas Gutes ist. Zusammen mit Latias trafen auch meine restlichen Bekannten, die in diesem Silberdorf lebten, ein. Gerade als ich Floink sah, hatte ich ein eigenartiges Gefühl. Bei unserer letzten Begegnung war er der mächtigste Feind, dem ich jemals gegenüberstand, abgesehen vom dunklen Gott. Und nun stand er wieder hier, wie bei unserer ersten Begegnung, und wirkte wie der freundliche, leicht naive Kumpel, den ich vor der Apokalypse kennengelernt hatte. Du bist also Günther aus einer anderen Dimension? Lord Ecke zeigte aber auch seinen Freunden, dass er mir noch nicht vertraute. Er behauptet es zumindest. Vielleicht lügt er aber auch. Ich aus dieser Welt ignorierte ihn jedoch ziemlich. Er wollte gerade erzählen, was er in seiner Welt für Abenteuer hinter sich gebracht hatte. Viele Augen blickten interessiert auf mich. Gerade die kleine Funkenherz wirkte begeistert von dem, was hier vor sich ging. Ich wollte gerade beginnen zu erzählen, als mein zweites Selbst mir wieder etwas zur Hilfe kam. Entspannt euch alle, Freunde. Wir wollen unseren neuen Freund doch nicht hetzen, denkt ihr nicht auch? Empfangen wir ihn doch etwas angemessener im Dorf. Ehrlich gesagt hatte ich keine Ahnung, wie diese Pokémon angemessener definieren würden. In meinem Silberdorf wäre in einer derartigen Lage ein angemessener Empfang wohl genau das gewesen, was ich hier auch erhalten hatte. Im Augenwinkel und durch ein leises Murmeln bemerkte ich, dass Lord Ecke nicht sonderlich begeistert von der Idee seines Freundes war. Doch ich konnte ihm sein Misstrauen gegenüber mir nicht wirklich übel nehmen. Ich kannte Lord Ecke gut genug, zumindest den aus meiner Welt. Und im Angesicht von jemandem, der wirkte wie ich, würde er auch ablehnend reagieren. Er war von seiner Vergangenheit geprägt und hatte deshalb all seine Gutgläubigkeit abgelegt.
was sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil sein konnte. Geschichten, die wirklich erlogen waren, täuschten ihn nun nicht mehr so einfach. Doch auch wahre Geschichten, so wie hier, lehnte er oft einfach ab. Es dauerte eine knappe Stunde, bis das angemessene Willkommen meiner alternativen Freunde bereit war. Und eine perfekte Lage entstand, um alles zu erzählen, was es zu erzählen gab. Eine Art großer Kreis wurde am Rande des Dorfes gebildet, an welchem nun ein gemeinsames Abendessen stattfinden sollte. Lord Ecke hatte sich in diesem Kreis so weit weg von mir begeben, wie er es irgendwie geschafft hatte. Ganz gegenüber saß er mir jedoch nicht. Diesen Platz hatte mein Ebenbild für sich beansprucht. So saßen wir wahrlich von Angesicht zu Angesicht. Direkt neben mir waren auf einer Seite Latias und auf der anderen Funkenherz. Also, jetzt wo wir uns alle versammelt haben und es hoffentlich für alle bequem ist, sollten wir zum Thema kommen. Günther. Nein, so kann ich dich irgendwie nicht nennen. Fangen wir damit an. Wie nennen wir dich denn am besten, solange du hier bist? Ein Name unterschiedlich zu sein, würde in jeglichem Gespräch tatsächlich ein großer Vorteil werden. Die Idee an sich gefiel mir auch. Jedoch, was für ein Name könnte bitte zu mir passen? Ich war nun einmal Günther. Und ich bin immer Günther gewesen. Wie wär's mit billige Kopie? Ich musste zugeben, effektiv war Lord Eckes Namensvorschlag. Aber es war nun mal kein sonderlich ansprechender Name. Du kommst aus einer anderen Welt, einem anderen Weltenbaum. Weißt du denn, wie dein Weltenbaum hieß? Damit wir vielleicht daraus einen Namen bilden könnten? Auch diese Idee konnte uns leider nicht weiterhelfen. Denn ich hatte ehrlich gesagt noch nie davon gehört, dass Weltenbäume irgendwelche speziellen Namen hatten. Du machst es uns aber auch schwer. Irgendwelche Referenzen auf deinen Abenteuern, von denen du uns noch erzählen wirst, vielleicht. Auch hier fiel mir nicht viel ein. Feuerriegel wäre einfach schwachsinnig. Nur das reine Element könnte vielleicht ein Anhaltspunkt werden. In meinem zweiten Abenteuer, nach der Schatzstadtsache, lernte ich die Essenz des Lichts kennen. Das reine Element. Vielleicht kann das irgendwie helfen. Für einen Moment glaubte ich, dass Lord Ecke etwas sagen wollte. Der andere Günther unterband es jedoch mit einem strengen Seitenblick. Nun, das kann doch helfen. Wenn dieses reine Element die Essenz des Lichts ist. Ich glaube, ich werde dich einfach Licht nennen. Passt das für dich so? Unter all den Spitznamen, die ich mir für mich selber hätte ausdenken können, war dieses simple Wort nicht dabei gewesen. Doch mir gefiel der Gedanke. Das können wir gerne so machen. Gerade als mein Gegenstück fortfahren wollte, unterbrach die Jüngste aus der Runde ihn. Kann ich dich dann Onkel Rainer nennen, wegen dem reinen Element? Wo wir gerade bei Spitznamen waren, auf die ich selber nicht gekommen wäre. Ehrlich gesagt konnte ich nicht einschätzen, ob diese Frage ernst gemeint war oder eher als Scherz, weshalb ich froh war, als Bulbi die Antwort übernahm. Ich denke, wir sollten es bei einem Spitznamen belassen, Funkenherz. Nun, wo wieder Stille herrschte, räusperte Günther sich kurz und fuhr fort. Also dann, Licht. Nun, wo wir das alles geklärt haben, wäre es schön, wenn du uns etwas von deinen Abenteuern in deiner Welt erzählen könntest. Ich denke, wir sind alle wirklich gespannt, was dort vor sich ging. Du meintest ja gerade, dass das Abenteuer mit dem reinen Element dein zweites war. Also wäre es sinnvoll, wenn du damit beginnen würdest. Dann, leg los. Den Rest des Abends gehört das Spotlight ganz alleine dir. Ich hatte es schon immer geliebt, über meine Reisen und Erlebnisse zu reden. Also wusste ich, dass für mich ein guter Abend werden würde. Und so begann ich. Also, macht euch bereit für eine mentale Reise. In eine Welt voller Abenteuer. Es begann alles an einem sonnigen Mittag wie diesem.